Ich habe mich minimal mit der Steuerung vertraut gemacht und heiße euch jetzt herzlich willkommen zurück zu Super Mario 64 DS. Wir haben 4 Sterne gesammelt beim ersten Mal und ja, ich glaube, jetzt geht's erstmal nicht so wirklich weiter für Yoshi. Jetzt bräuchten wir wohl erstmal den Mario für die nächste Mission. Ich habe mal kurz reingeschaut, aber es gibt offenbar auch keine Mario-Kappe mehr. Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir jetzt erstmal weiter mit weiteren Leveln. Und das hier müsste doch jetzt Wumms Wuchtwald sein oder ist das jetzt hier der Biberberg? Das ist Wumms Wuchtwald, okay. So, und wir müssen noch mal gucken, weil hier sind ja auch hier und da ein paar Toads, die dann auch Sterne für uns haben sogar. Ich weiß nicht mehr genau, wo welche waren. Bowser hat alle Sterne gestohlen, die ich hier versteckt hatte. In jedem Kurs gibt es 7 Sterne. Nur mit deinen Freunden zusammen kannst du sie finden. Teamwork ist wichtig im Kampf gegen Bowser. Okay, der gibt auf jeden Fall nichts her. Ist schon mal gut zu wissen. Ja, los geht's. Habe ich gerade gesagt, ich habe mit der Steuerung vertraut gemacht, ja. Ich wollte eigentlich springen und mache erstmal wieder meinen Zungenschnalzer hier. Super. Wumms bei Wumms Wuchtwoll. Ja. Hallo, willkommen bei den Lakito-Nachrichten. Unser Held ist gerade dabei, eine Technik zu lernen, sich an Gegner heranzuschleichen. Augenzeugen sagen, dass der Trick darin besteht, langsam zu gehen. Und wie wir bereits berichteten, kann unser Held den Touchscreen verwenden, um langsam zu laufen. Oh nein. Was? Aber ich kann doch auch einfach so... Oder was genau? Ich versuch's mal gerade. Ich weiß nicht genau, was die von mir wollen. Das hier? Wollen die genau das hier? Ich glaube schon. Ist auf jeden Fall nervig. Möchte ich nicht machen. Kann ich ihn einfach hier so langsam? Ich glaube, so funktioniert das nicht ganz. Ist mir aber auch egal. Ich brauch Schleichen nicht. Nee, aber ich weiß jetzt auf jeden Fall wieder, wie ich den Longjump mache. So nämlich. Ich müsste auch die richtigen Tasten drücken. Boah, ich bin immer noch so schlecht... Ich bin schlecht darin, mir zu merken, welche Taste springen ist und welche Zunge ist. Meine Güte. Ihr nervigen Goombas. Meine Güte. Und Sprinten ist ja dann auch nochmal da. Ah, das ist... Es ist sehr verwirrend für mich aktuell. Rote Münzen sind momentan in der Mode. Man sieht sie recht häufig. Ja, interessiert mich aber nicht. Ich, also noch nicht. Ich gehe dann erstmal einfach ganz gediegen hoch zu Wumms. Zu Wumms? Hier, den Wumms Wuchtwall hoch. Und ja, dann sehen wir weiter. Hier die Stelle werde ich nicht vergessen. In Galaxy 2. Da gab es die ganze Galaxie einfach mal. Eine ganze Galaxie, die einfach dieser Welt hier nachempfunden war. Also was heißt nachempfunden? Es war exakt die gleiche Welt. Nur die Sterne waren halt anders. Ja. Muss man mehr dazu wissen, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob wir die Kappe jetzt hier mitnehmen sollten oder brauchen. Ich möchte sie auf jeden Fall erstmal nicht mitnehmen. Nein, 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 Yoshi. Oh mein Gott. Ich war doch schon... Nein! Ich mochte Yoshi jetzt eigentlich in Galaxy 2, aber ich glaube, in dem Spiel werde ich ihn wieder so ein bisschen hassen lernen. Ist jetzt so mein spontanes Gefühl. Weil ich mit dem Viech wahrscheinlich wieder nicht zurechtkommen werde. Bisher ist es auf jeden Fall der Fall. So, ja, Lakito-Nachrichten können mich mal an meiner Zunge lecken. So. Oh Mann. Also ich suche ja auch noch keine Secrets oder irgendwas. Das werde ich einfach alles erstmal nach hinten schieben und einfach erstmal spielen, was offensichtlich ist. Und dann schauen wir einfach mal. Finde ich gerade irgendwie am sinnvollsten. So. Entsprechend werde ich mir jetzt einfach erstmal nach oben vorarbeiten. Auch wenn es deutlich schnellere Wege gäbe und sowas, vor allem wenn man gute Technik hat, die habe ich noch nicht wieder in diesem Spiel. Ist es in Ordnung, wieder zu sagen? Ich weiß es nicht. Hatte ich gute Technik in SM64? Wahrscheinlich eher nicht. Aber halt so, dass ich durchgekommen bin. Nicht, ja, oh mein Gott. Dieser Sack. Okay, so. Ich hoffe, ich kann Wump mit Yoshi besiegen. Ja, so nicht. Ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Controller ich das damals gespielt habe. PlayStation-Controller? Wahrscheinlich, ne? Das ist original. Das habe ich auch im Emo gezockt. Hallo, sprichst du mit mir? Ja. Ich bin total sauer. Wir haben eure Häuser gebaut, eure Schlösser. Wir geben euch Straßen. Doch ihr tretet uns mit Füßen. Oder ihr uns. Doch, alles richtig gewesen. Habt ihr euch jemals bedankt? Nein. Daher werden deine Schuhe keine schmutzigen Abdrücke auf mir hinterlassen. Ich bin ja auch Yoshi, ich habe keine Schuhe.
Ich denke, ich werde ja so einiges aus Spaß an der Freude einfach in den Boden stampfen. Hast du ein Problem damit? Dann versuch mich da aufzuhalten, du Würstchen, ha? Ja, mach ich. Nein, kein Ding. Komm, los, die Falle. Zack, du Sack. Nochmal? Nee. Hätte ja klappen können. Ein bisschen das Ganze beschleunigen. Hätte ich spontan nichts gegen, Sachen zu beschleunigen. Und noch ein drittes Mal. Hast du Bock? Natürlich hast du Bock. Zack und zack. So. Nein, schon wieder den Meeresboden gleich gemacht. Ich bin doch nur ein einfacher, harmloser Kopfstein. Und jetzt fange ich auch noch an zu stottern. Ah, du hast gewonnen. Hier, bitte. Dankeschön. Wurde auch mal Zeit. Ja, damit. Nach. Wieso drücke ich immer A? Es ist skandalös. Ich drücke einfach gerade immer A zum Springen. Kannst du nicht einfach mal einen universellen Code dafür geben, dass auf jeder Konsole, egal auf welcher, einfach immer die gleiche Taste springen ist, immer die gleiche Taste schlagen ist? Warum nicht? Es verwirrt doch nur. Genauso wie mit der Kamera, ob die jetzt invertiert ist oder nicht, oder ob man Einstellungen dafür gibt. Schrecklich, wirklich. Steigt dem Fort aufs Dach. Ah, jetzt gibt's diese erweiterte Area da oben, ne? Ja, ja. Da kommen dann so lustige Steine links und rechts raus und Gedöns. Und ich könnte doch, wenn ich die richtigen Tasten drücken würde, einfach mal... Yoshi, please. Hallo? Yoshi. Ach, das ist so ein Gefälle oder was? Warum hast du jetzt Probleme damit? Ich will einfach nur einen Backflip hochmachen. Dankeschön. Hat mir das überhaupt irgendwas gebracht? Naja. Also ich wäre wahrscheinlich gleich schnell gewesen, wenn ich den anderen Weg genommen hätte. Nein! Ja, jetzt wäre ich auf jeden Fall schneller. Ha, wieso? Junge! Jetzt reicht's aber auch. Du musst nicht runterrutschen. Boah, ist diese DS-Steuerung eklig, ne? Ich will wieder Wii-Steuerung haben, bitte. Meine Güte. Das war auch eigentlich das einzig Gute an der Rückblende-Galaxie. So im Nachhinein betrachtet. Weil die halt... Naja, die grünen Sterne waren halt schon irgendwie ätzend. Na, meine Güte. Ist das eine ungenaue Scheiße. Bitte, Nintendo, macht einfach ein fucking Remake mit einer ordentlichen Steuerung. Und ich rede gerade über SM64, nicht über Skyward Sword. Wäre aber eigentlich genauso fällig. Ja, ich wollte auch eigentlich... Ah. Mann, ich hätte doch einfach 3D World Let's Playen sollen und das hier einfach unter den Teppich kehren sollen. Warum hatte ich jetzt nochmal so Bock auf dieses Spiel? Einfach, weil ich den Collectible-Faktor hier sehr mag. Was ist denn? Warum wollt ihr denn nicht drüber rennen? Bist du eigentlich nur kernbehindert, Junge? Ah! Es geht schon richtig gut los. Nicht, dass der erste Part mega geil war, aber... Jetzt geht halt schon wieder gar nichts mehr gerade. Es ist halt einfach ein Problem... Dass geradeauslaufen ein Problem ist. Und das ist nicht in Ordnung. Und das ist auch nicht in... Boah, fick dich doch, ehrlich. Ich will hier nicht ewig rumhampeln wie so eine Oma in der 30er-Zone mit 18. Ich will hier richtig Gas geben. Meine Fresse. Kann doch nicht wahr sein. Ich weiß auch nicht, wie ich auf 18 komme. Ist mir auch egal. Na, dann warte ich jetzt erstmal, richte mich so ein bisschen aus, lass den ein bisschen flattern und verpiss mich nach oben. Gibst du mir Geld? Ja, du gibst mir Geld, aber eigentlich wollte ich ja was anderes machen. Ich würde wenigstens das Geld mitnehmen. Oh, das wird noch ganz schön lange dauern, mich hier an die Steuerung zu gewöhnen. So, genau, hier ist jetzt dieses lustige Fort. Gab's denn nicht auch nochmal irgendwie so ein interessantes Secret? An irgendwas erinnere ich mich da gerade. Ich weiß aber leider nicht an was genau. Oh, es ist alles so eckig und hakelig, ne? Klar, es ist ein N64-Spiel, aber das ist jetzt ein Remake davon. Kann das nicht ein bisschen besser gehen? Auch ohne Analogstick? Was der DS halt nicht hatte? Es muss doch trotzdem besser gehen. Schöner. Angenehmer zu spielen. Irgendwas. Aber ganz ehrlich, das fühlt sich gerade nicht besser an als N64-Spiel. Zugegeben, es ist schwierig zu beurteilen.
wenn man das jetzt 2,5 Jahre nicht gespielt hat, das Original, und als letztes halt ein Wii-Spiel gespielt hat. Boah, sag mal, was kannst du eigentlich, du grünes, hässliches Drecksviech? Meine Güte. Ich hab grad echt ein bisschen vor, dass... Fuck you! Ich hab grad echt ein bisschen vor, einfach dieses Spiel, dieses Let's Play doch abzubrechen und zu beenden. Und nicht zu machen. Einfach, weil das Spiel ist halt doch schon nicht so geil. Also, es ist geil, aber nicht die Steuerung. Die ist einfach nur crap, egal in welcher Version jetzt. Jetzt mal ganz ehrlich. Das kann man doch nicht mehr als gut bezeichnen heutzutage. Das ist einfach nur scheiße. Ah, Mann. Vielleicht sollte ich das auch mit dem Steuerkreuz... Ich glaube, ich lege meine Tasten mal um. Ja, das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Weil ich glaube, der Stick trägt auch ein bisschen dazu bei, dass ich halt schlecht steuere. Weil das ist ja jetzt... Ich steuere jetzt halt mit dem Stick, weil ich eigentlich alles mit dem Stick spiele. Und... Hier wäre, glaube ich, wirklich Pfeiltasten. Pfeiltasten wären hier besser. Weil es sind ja sonst sowieso nur die Pfeiltasten simuliert auf dem Stick. Das ist halt eigentlich auch kacke. Ich glaube, mit den Pfeiltasten komme ich besser zurecht dann. Ich sollte das mal machen. Wenn ich das nächste Mal richtig Probleme habe jetzt mit diesem Links-Rechts-Gedöns, dann werde ich das tun. Bis gleich. Ich schneide es eh nicht raus, ich weiß es. Und vielleicht will ich das einfach gar nicht. Left, down, right. So. Und jetzt spielen wir die Scheiße einfach mit dem Steuerkreuz. Es fühlt sich blöd an, irgendwie auf dem Pro-Controller, auf dem Switch-Pro-Controller jetzt hier das so zu machen, aber... Ey, mit dem Stick kannst du es nicht spielen. Also wahrscheinlich kannst du auch mit dem Steuerkreuz nicht spielen. Weil es einfach eine blöde Steuerung ist, aber... So geht's auf jeden Fall besser. Würde ich jetzt mal vermuten. Ob es gut ist, ist die ganz andere Sache. Und ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass ich jetzt da unten hinfassen muss und nicht oben auf den Stick. Ich glaube, das ist wirklich so ein Spiel, was ich lieber wieder hätte privat spielen sollen, wenn ich es unbedingt hätte spielen wollen. Aber nicht unbedingt als Let's Play. Ah, der führt mich schon nach oben, wo auch schon der Stern auf mich wartet. Oh mein Gott, Leute, was tut ihr euch da vor allem auch an, wenn das jetzt wirklich irgendwie online kommen sollte hier? Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Geht das bitte nur mal ganz, ganz ehrlich in eurem Kopf durch, ob das gut für euch ist, dieses Let's Play zu schauen. Wenn ja, dann muss ich euch sagen, irgendwas stimmt mit euch nicht. Ein Schuss ins Blaue. Ja, toll, freue ich mich. Ah, das war jetzt da links an der... Ja, doch, das müsste es gewesen sein. Es ist natürlich wieder die Frage, wo war jetzt hier unser Bombenheini? Der müsste doch auch hier jetzt gewesen sein, oder? Die Taste. So. Hier müsste doch auch der Bob-Omb sein, der die Kanonen ready macht, ne? Ist doch so. Hallo. Ich mach die Honolulu-Haube jetzt klar. Ja, wunderbar. Und das müsste eigentlich der Schuss ins Blaue sein. So. Die hätte ich mir auch irgendwie in der Galaxie halt gewünscht. Genau diese Sternmission. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es war tatsächlich. Machen wir einfach mal. Ist es denn gut, wenn ich hier unten lande, oder muss ich da oben landen? Ich weiß es leider nicht mehr genau. Ich meine, hier unten war doch der Stern, ne? Ich würde eigentlich gerne an dieser... Ja, hier unten war der Stern. Alles richtig gemacht. Ich kann mich, glaube ich, auch irgendwie direkt an die Stange hier schießen oder sowas. Aber ich wollte mich jetzt hier gegen so eine Säule ballern, weil ich das irgendwie als sicher empfunden habe. Und das war auch eigentlich sicher. So. So schnell hätte übrigens auch der andere laufen können. Ja, so schnell vielleicht nicht, aber ähnlich schnell. Aber das kriege ich ja nicht hin. Ah, rote Münzen auf einsamer Insel. Schön. Wo waren denn hier die roten Münzen alle? Fragt mich nicht, wir werden es aber rausfinden müssen. Hier kommt noch nichts, ne? Eulenmäßig, oder doch, oh, hier kommt schon eine Eule. Lol, hallo? Brauche ich dich vielleicht sogar? Wer ist da? Wer stört meinen Schönheitsschlaf? Die Sonne scheint und ich sollte eigentlich tief und fest schlafen. Aber jetzt, wo ich schon mal wach bin, Rundflug? Ich weiß nicht, du gibst mir auch irgendwie mal so einen Stern oder was, oder ermöglichst mir irgendwas, oder? Wie ist es? Loslassen, wenn ich loslassen möchte, oder? Wie war es?
Also die Taste loslassen, wenn ich loslassen möchte. Ich weiß nicht genau, wo er mich überall hinfliegt, aber... Moment, kann ich selber fliegen? Ich kann, glaube ich, selber fliegen, ne? Ja, lol. War das schon immer so? Sag mal. Ich bin mir gerade echt unsicher. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal einen schönen Überblick. Möchte ich doch mal meinen. Lass mich doch mal bitte hier fallen. Schön. Haben wir schon mal einen guten Start. So. Ja, einfach mal rüber, ne, würde ich sagen. So, wie machen wir jetzt den Long Jump? Rennen, die Taste und... Ja, runterfallen. Müssen wir überhaupt rennen? Eigentlich nicht, ne? Wir müssen eigentlich nur die Taste und die Taste drücken. Aber, na, meine Güte. Können wir währenddessen auch überhaupt rennen? Geht das? Also vorher oder wie auch immer? Ach, bitte, komm. Lass mich doch bitte einfach in Ruhe, sag ich und will sie selber anspringen. Wir rammen mal die Dinger in den Boden. Es gibt bestimmt Münzen, oder? Es gibt nichts, wenn man nicht trifft, Niklas. Komm. Ja, danke. Brauche ich. Boah, ich mag nicht, dass der immer so langsam ist am Anfang. Komm, du kannst sie doch... Ach, egal, komm. Ich sammle mir die Münze und lass die einfach in Ruhe. Was interessieren die mich schon? So, da war soweit erstmal... Ja, blaue Münzen halt, okay. Interessieren mich jetzt in der Mission nicht. Ich brauche die roten. Eine Mario-Mütze gibt es ja auch nicht, ne? Hier vielleicht irgendwas Interessantes. Ein Wandsprung können wir nicht, ne? Als Yoshi. Vielleicht können wir es auch schon wieder gar nicht schaffen, weil wir dann den Mario brauchen. Das kann alles sein. So viel zu, ja, ich mache einfach erstmal das Offensichtliche und so und ja. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den Mario vielleicht sogar brauche. Ich versuche einfach mal alles zu sammeln und guck mal, ob es passt. Oder ob ich jemand anderes brauche. Jemand anderes Hilfe. 8 sollten es ja dann sein, ne? Hier war nichts an Münzen, oder wie war das? Ich hoffe mal. Ich kann es absolut nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall wieder diese lustigen Blöcke, wo dann Kappen drin wären. Ach, die gehen gar nicht mit einer Arschbombe kaputt. Ja, im Zweifel verschwenden wir wieder Zeit, aber das macht ja nichts. So, auf welchem... Nö. Auf welchem Steinblock war denn jetzt eine Münze? Auf dem oberen, auf dem unteren, auf beiden? Drehen wir mal hier die... Yoshi, die Kamera. Oder auf keinen? Okay. Sammeln wir die offensichtlichen. Oder laufen dran vorbei. Wie machen wir das eigentlich am besten? So. Ignoriere mich bitte einfach. Hat ja super geklappt. Ach, ich kann die aber auch gar nicht totspringen, oder wie? Hm, offenbar nicht. So, ich müsste einfach einmal hier so eine Rundfahrt mitmachen. Ich bin jetzt auch ganz geduldig. Ausnahmsweise mal. Weil ich bräuchte... Ja, super. Ich bräuchte auch eigentlich die ganzen Münzen. Oder zumindest ein paar davon. So, eine... das ist ein One-Up. Das brauche ich eigentlich auch. So, es ist jetzt nur noch eine Münze irgendwo. Ich denke mal, die sollte ich doch als Yoshi auch bekommen können. Wo ist die Frage? Das weiß ich nicht. Und meine Nase juckt. So, wo könnte sie denn sein? An vielen Stellen. Möchte ich nochmal zurück zum Anfang? Ich weiß es nicht. Irgendwie schon, ja. Mal hier gerade vorbeigucken. War hier noch was Tolles? Ich lese ja auch keine Schilder, ne? Ich dödel. Wir haben schon 50... Wir haben schon 50 Münzen. Holy shit. Das ist gar nicht mal so wenig. Ach stimmt, und die sollte man ja auch meistens zusammenholen, ne? Diesen... Oh Gott. Fuck. Diesen 100 Münzenstern und den... rote Münzenstern. Wie komme ich denn aus der Ego-Perspektive wieder raus? Keine Ahnung.
Ja, wenn wir schon so viele haben, würde ich vorschlagen, wir versuchen auch direkt mal 100 Münzen zu sammeln. Ich weiß jetzt leider nicht genau, was da bei diesem blauen Münzenschalter genau passiert. Weil der bringt ja, also die blauen Münzen bringen ja immer, ich glaube, 2 normale Münzen oder wie war das? Josh! Kann mir bitte mal einer irgendwie erklären, warum er jetzt auf dem Goomba abgerutscht ist? Nein? Ja, ich auch nicht. Quatsch ist das, ehrlich. Steigert die Spielmotivation um 1000%, absolut. Ach komm, halt's Maul, echt. Das ist doch nicht möglich. Ah, ich hasse es. Ich will wieder Galaxy 2 spielen. Ach, hier war der Stern, den ich auch mal gesucht hatte vorhin. Siehst du mal. Dann nehmen wir auch wenigstens 10 mal mit. Den Käfig habe ich aber vorhin irgendwie überhaupt nicht gesehen. Da bin ich wohl irgendwie komplett falsch geflogen, wie es scheint. Und ich will nicht immer den Touchscreen nutzen müssen. Ja, ich habe 8 Powersterne. Leck mich am Sack, das ist gar nichts. Danke. Oh Mann. So, das war auch direkt schon Stern 5. Ich will aber dann bei Stern 4 jetzt weitermachen. Und alle roten Münzen sammeln, auch wenn ich noch nicht weiß, wo die letzte ist. Und währenddessen dann am liebsten schon direkt 100 Münzen. Wäre jetzt ganz lustig, wenn die jetzt so kommen wie bei Galaxy 1, wo ich noch nicht wusste, ob es die Challenges wieder gibt. Wo ich dann 100 Münzen gesammelt habe und es mir nichts gebracht hat. Aber ich meine, es ist das Remake von 64 und es würde mich sehr wundern, wenn die jetzt keine 100 Münzensterne mehr hier drin hätten. Hallo. Grepp, bitte mal. Dann packe ich mich direkt wieder da oben hin. Ach stimmt, da ganz, ja, da wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja, ich möchte aber, ja, wobei. Ich guck einfach mal. Ja. Ich wollte nicht in den Stern direkt rein, danke für nichts, wirklich. Oh. Was tue ich uns allen hier an? Weiter. Oh, es ist extremst belastend. Ganz, 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 ganz ehrlich. Ja, lauf mal ein bisschen schneller, Kollege. Ich will nicht immer dahin sprinten müssen. Und einfach mal deinen Arsch im Standardtempo ein bisschen schneller bewegen. Ich weiß nicht, was dagegen spricht. Wo ist der Sack da? Nimm mich doch einfach jetzt mit hier. Komm. Ich hab wieder... Wieso fliege ich jetzt eigentlich so ganz komisch so von der... Ich hab irgendwie eine andere Perspektive gerade, oder? Naja. Da ist auf jeden Fall noch ein. Ja, doch über dem Wumm. Nicht Wumm, Steinblock. Und die hatte ich gerade nicht, ne? So. Aber... Dann sammle ich jetzt alle Münzen, die ich so sehen kann und finden kann. Und hoffe, dass ich dann da über... Eieiei. Über 100 komme. Oder zumindest auf 100. Reicht ja auch schon. Damit wir dann hier noch 2 Sterne direkt auf einmal holen. Das wäre natürlich super. Komm mal bitte her. Ah, Kollege. Hestebock. Ich weiß, nein. Aber ändert jetzt nichts. Ja, in alle Himmelsrichtungen verstreut. Danke für nix mal wieder. Komm mal bitte ein bisschen näher an die Wand jetzt. Habe ich vielleicht eine Chance, alle zu kriegen. Alle 5. So. Die Goombas. Klappen jetzt hoffentlich. So wie ich das möchte. Und jetzt zumindest schon mal. So, hier war maximal wahrscheinlich ein One-Up. Ich kletter trotzdem mal rauf. Wo habe ich denn eigentlich so viele rote Münzen gefunden? Waren die alle da unten irgendwo? Ja, hier ist ein One-Up. Und ich verliere erstmal direkt wieder Kraft. Super. Ja, super. Aufzug erstmal verpasst. Es ist mir egal, ich warte jetzt hier Ewigkeiten auf diesen lustigen Drehmechanismus. Du.
So, das Bonn-Up kannst du dir sparen, Kollege. So. Dann noch einmal hier lang schleichen, so ein bisschen. Cool. Oder eben auch nicht schleichen. Du kannst mich mal. So. Okay, und hier auf dem sollten wir, glaube ich, mal einen Backflip machen oder vielleicht einfach nur drauf. Ja, einfach nur drauf reicht. So, jetzt haben wir schon wieder 6. Hier, das geht hier irgendwie ganz schnell hier oben da an der Stelle. Irgendwie. Ich kann auch ein bisschen schneller hier, klar, logisch. So, wichtig ist jetzt halt, ruhig zu bleiben, wenn sein Dorf angegriffen wird. Ich weiß, den Gag bringe ich leider immer wieder. Aber es hat sich so eingebrannt. Ich dachte gerade, da falle ich runter, aber da ist halt eine Wand. Ah, alte Spiele. So. Einmal hier die Münzen mitnehmen. Goomba vielleicht diesmal. Na, Yoshi, bitte nicht. Mein Gott. Der eiert halt immer so rum, ne? Aber das wird bei jedem Charakter so sein. Das liegt jetzt nicht an Yoshi. Ob überhaupt ansatzweise an die 100 kommen, ich weiß es nicht. Also ansatzweise ja, sehen wir ja. Also 61 ist schon nicht so wenig, aber... Komm, du auch noch. Wäre jetzt hier noch ein Goomba, könnten wir genau 64 haben. Ha. So, die spawnen doch jetzt einfach hier, glaube ich, nach rechts oben hoch, oder? Wie war das? Die spawnen gar nicht, wenn ich den Schalter nicht treffe. Nee, die spawnen nach da. Okay, das war's auch schon. Ich mache da jetzt keinen Jump darüber. Weil, nee. Dafür bin ich hier gerade zu weit in diesem Run drin. Das möchte ich jetzt gerade nicht unbedingt riskieren. Aber ich bräuchte halt unbedingt noch 17 Münzen. Das wäre ganz toll. Kann ich mit euch halt wirklich gar nichts machen, so? Ja, ich glaube... Ich glaube, man konnte die irgendwie besiegen, aber ich weiß gerade nicht wie. Ach, hier oben sind noch Münzen. Sehr gut, die nehmen wir noch mit. Stimmt, den Weg bin ich irgendwie noch gar nicht lang gelaufen, glaube ich, ne? Da haben wir noch eine rote Münze. Hier haben wir noch Goombas. Ja, also die 100 sollten wir voll kriegen. Da drüben sind noch welche, jawohl. Hier kommen noch welche raus. Das ist schon mal eine gute Sache. Und dann können wir auch schon wieder den Part beenden, meine Güte. Dann war es ja doch noch relativ erfolgreich, würde ich sagen. So, wunderbar, wieder 5 Münzchen. So. Hier haben wir jetzt gleich die 100 komplett. So, hervorragend. Der beamt mich jetzt nicht weg, im Gegensatz zu dem anderen. Hallo, bitte, danke. Du hast 100 Münzen gesammelt, das Schloss mit mehr Kraft und Speichern, ja. Dankeschön. Und jetzt sammeln wir die restlichen beiden roten Sterne. Wupp, wupp. So, einer war hier und der andere war, glaube ich, bei den Pflanzen, die da irgendwo noch kommen. Wo hängt der denn jetzt schon wieder fest? Ah, diese alten Spiele. Ja, also so ein Crash ist meiner Meinung nach auf jeden... Oh Gott. Oh Gott. Da hinten, die dritte Schlucht, hätte ich nicht fallen dürfen. Das wäre fatal gewesen. Und ich muss ja auch hier lang sogar, fällt mir auf. Hier muss doch jetzt eigentlich die letzte gewesen sein, oder? Oder wo war das? Ja, ja, hier hinten, sehr gut. Lasst mich bitte einfach in Ruhe und leben. Ach, da spawnt... Nee, Moment. Da spawnt der Silberstern für uns irgendwas. Da vorne war das, ja. Also einmal noch hier durchkommen. Ist noch ein Abgrund und dann sollten wir das doch eigentlich quasi geschafft haben, oder? Ob ich das noch schaffe zu sterben? Nein, werde ich nicht. Bitte nicht. Das wäre traurig. So, meine Güte. Haben wir das schon mal geschafft? 10 Sterne. Ja, nett. Dann war das doch jetzt gar nicht so mega unerfolgreich, wie ich irgendwie befürchtet hatte. Es geht trotzdem noch deutlich besser und schneller. Das streite ich auf keinen Fall ab. Ja, soll ich jetzt direkt noch ein Part machen? Ich weiß es nicht. Überleg's mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn aber kap. Bis dahin. Tschüss.